Hi zusammen, ich habe heute die Pro-Version des YME V2 hier, der auch unter der Produktbezeichnung VRV-CLM21B bekannt ist. Den YME V2 in der Basisausstattung hatte ich auf diesem Kanal ja bereits getestet. Der hatte starke Ergebnisse in der Reinigungs- und in der Wischleistung und auch das seltene Feature der Mehrkartenspeicherung für Haushalte mit zwei Etagen, also ein erstklassiger Saugroboter der Premium-Kategorie. Und heute haben wir also den YME V2 in der Pro-Version da. Und wie die Firma Roborock kooperiert auch YME hier mit Xiaomi, es sind also Ähnlichkeiten zu Roborock-Geräten zu erwarten. Neben den Unterschieden zum Basismodell teste ich die App und Navigation und mache den Saug-, Wisch- und Teppichtest. Viel Spaß! Im Lieferumfang haben wir Ladekabel und Station, den YME V2 Pro, Seitenbürste und Ersatzbürste, dann einen Staubbehälter, einen Wassertank und einen Hybridbehälter, der beides kann, eine Wischplatte und ein Ersatzwischtuch, eine Bedienungsanleitung und ein Reinigungstool. Ja, von meinen 50 bisher getesteten Saugrobotern habe ich noch keinen gesehen, der drei wechselbare Behälter mitliefert. Drei verschiedene Rollbürsten gab es schon mal beim Konga 4090, aber so etwas hier noch nie. Also, wir haben einen riesen Staubbehälter, wir haben einen riesigen 560 ml Wassertank und wir haben einen Hybridbehälter. Und dieser neue 2-in-1 Hybridbehälter ist auch der große Unterschied, denn der erlaubt nun das gleichzeitige Wischen und Saugen. Das ist übrigens eine Funktion, die immer populärer wird. Die Firma Eufy ist hier Vorreiter und hat mit den Modellen L70 und G10 gleich zwei Hybridmodelle auf den Markt gebracht. Ihr könnt euch auch gerne mal meine Testberichte zu den Geräten anschauen. Aber auch die Flaggschiffe Osmo 950 und der Roborock S5 Max, die können gleichzeitig saugen und wischen. Ja, die zweite Box, die ihr hier seht, ist ein reiner Staubbehälter und auch der hat seine Berechtigung. Größer ist er immer besser, denn desto seltener muss er geleert werden. Gerade für Leute, die die Wischfunktion wenig bis gar nicht nutzen, macht das Sinn. Den großen Wassertank hätte man sich dann vermutlich sparen können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 150 bis 200 ml für die Wischfunktion völlig ausreichen, da der Wassertank ja nach dem Wischen sowieso ausgeleert werden muss. Und ansonsten sehe ich bei den Byumi-Saugern hier eine hervorragende Qualität, vermutlich auch wegen der Xiaomi-Kooperation. Auf der Packung steht da noch etwas von einem bürstenlosen japanischen Motor und das kann eigentlich nur die Firma Nidec sein. Die macht sehr hochwertige Komponenten, die wir zum Beispiel auch in den Roborock-Flaggschiffen oder bei 360 finden. Der Spitzenwert von 2100 Pascal in der Saugkraft scheint das auch zu bestätigen. Wie gut die Reinigungsleistung in der Praxis ist, sehen wir gleich. Der Akku ist in Ordnung, aber mit 3200 mAh nicht ganz so stark und ausdauernd wie die Roborock-Konkurrenz oder wie ein EcoX Osmo 950. Die Bauhöhe ist für einen Roboter mit Lasernavigation dagegen sehr flach. 9,45 cm ist nach dem Osmo 950 der zweitflachste High-End-Saugroboter mit einem Laserturm. Ansonsten wird beim YME V2 viel Wert auf die Wischfunktion gelegt, da hätte ich mir dann gerne eine Wasserschutzmatte gewünscht. Das ist ein Fehler, den sehr viele Hersteller machen. Die Plastikschutzmatte kostet ja maximal einen Euro in der Herstellung und die ist einfach in Wohnungen mit empfindlichen Holzböden sehr wichtig. Dass man mal vergisst, die Wischplatte zu entfernen, kann einfach vorkommen. Und wenn dann der nasse Lappen da ein, zwei oder sogar drei Tage auf dem Boden gammelt, dann ist das nicht so schön. Weitere Unterschiede zum normalen YME V2 ist, dass neben dem neuen 2-in-1 Wassertank der V2 Pro nun auch über eine Wasserpumpe verfügt, die den Wasserfluss automatisch regelt. Es gibt weiter dann auch die Einzelraumreinigung. Die Karte lässt sich per App beliebig einteilen und soweit ich mich erinnern kann, war das bei dem V2 in dem Umfang nicht möglich. Aber ich kann auch falsch liegen, das ist schon ein paar Monate her mit dem V2. Bei der App nutze ich übrigens die Mi Home App aus dem Xiaomi Ökosystem. Es gibt auch noch die YME App des Herstellers, aber in der Regel wird euer Roboter nur mit der Mi Home App kompatibel sein. Aber probiert das trotzdem einfach mal aus, denn die deutsche Übersetzung von Xiaomis App ist einfach eine Katastrophe, muss man sagen. Ich verstehe nicht, wie man ein Gerät mit solch hohem Potenzial in einen sehr lukrativen Markt bringt, aber dann an einer vernünftigen Übersetzung scheitert. Es ist tatsächlich etwas schwer, sich mit den interessanten Features dieser App auseinanderzusetzen. Wir können unsere Karte zum Beispiel individualisieren. Die App erstellt eine automatische Raumzuweisung, die wir im Nachhinein dann editieren, also segmentieren, fusionieren oder auch umbenennen können. Sehr wichtig für die Einzelraumreinigung, die ein tolles Premium-Feature ist, über das nur wenige Modelle verfügen. Wir können natürlich auch Reinigungspläne erstellen und aufsetzen. Etwas verwirrend finde ich aber die Umsetzung. Über den Reiter Reservierung können wir Reinigungszeiten festlegen und über den Reiter Automatisierung können wir dann bestimmte Kausalitätsketten festlegen. Das klingt sehr spannend, wenn nicht die Sprachbarriere so nerven würde. Wir können zum Beispiel sagen, wenn es jetzt 14.30 Uhr ist, dann soll unser Roboter das Arbeitszimmer wischen und wenn er keinen Strom mehr hat, dann soll er eine Benachrichtigung an unser Handy senden. Es lassen sich mit Sicherheit sinnvolle Abfolgen festlegen und die App hat eigentlich alles, was man braucht. Zum Beispiel Zoning, Sperrzonen, virtuelle Wände und Reinigungsbereiche. Also, die App hat großes Potenzial, ist aber nur mäßig nutzerfreundlich.
Ein Kritikpunkt ist zum Beispiel auch, dass wir keine Intensitätsstufen einstellen können, zum Beispiel bei der Saugkraft und dem Wasserfluss. Zumindest habe ich die Option hier nicht gefunden. Ja, bei der Navigation ist unser Roboter ähnlich stark wie andere Spitzenmodelle. Der fährt die äußeren Raumbegrenzungen ab und vervollständigt dann die inneren Flächen. Und wenn die Bereiche sehr groß sind, dann teilt er die mitunter in Partitionen. Und wenn man bereits eine fertige Map hätte, dann reinigt er einfach Raum für Raum. Also ich erlebe den Wyoming V2 hier als einen zuverlässigen Roboter mit einer guten Sensorik. Kein großes Anrempeln von Gegenständen mit dem Frontbumper, der fährt sauber und genau die Flächen ab. Ich kann keine großartigen Unterschiede zu den Topmodellen der Branche feststellen. Gute Arbeit an der Stelle. Beim Wischen stelle ich aber direkt einen großen Unterschied fest. Und zwar ist es ja generell der Fall, dass die Wischfunktion bei Reinigungsrobotern nicht annähernd so hilfreich ist wie die Saugfunktion. Der Hauptgrund ist der fehlende Druck dieser relativ leichten Maschinen. Einige Hersteller versuchen es dann zum Beispiel mit vibrierenden Wischplatten. Der Wyoming hier hat wie der spanische Hersteller Cecotec so eine Art Schrubbfunktion. Also ein Sensor erkennt vermutlich mögliche Verunreinigungen auf dem Boden und geht dann mehrfach über die Stelle drüber. Tendenziell finde ich das ganz gut. Bei meinem marmorierten Holzboden hier verwechselt der Sensor natürlich die vielen dunklen Stellen hier mit Dreck und schrubbt dann quasi konsequent den gesamten Boden. Das dauert erheblich länger, aber die Reinigung ist dadurch vermutlich auch etwas gründlicher. Ob das jetzt einen großartigen Effekt hat, das bezweifle ich. Man könnte auch einfach einen normalen Wischroboter zweimal wischen lassen. Aber so macht tatsächlich auch der große Wassertank wieder mehr Sinn. Je länger die Reinigung dann dauert, desto weniger feucht sieht das Wischergebnis am Ende aus. Ob das an dem großen Wassertank liegt oder vielleicht daran, dass ich das Wischtuch vor der Reinigung nass gemacht habe, das müsste ich mir einfach noch ein paar Mal anschauen. Es scheint mir insgesamt eine gute Wischfunktion zu sein, auch wenn die Schrubbfunktion kein wirkliches Schrubben ist. Beim Saugtest erzielt der Wyoming V2 Pro ein starkes Ergebnis. 96% reinigt er in der doppelten Reinigung unseres Testbereiches hier in knapp über 6 Minuten. Das ist sehr ordentlich und von der Leistung im High-End-Bereich, also fast gleich auf mit dem D-Boat Osmo 950, der hier 96,6% erreicht hatte. Der Roborock S5 Max war in diesem Test aber noch etwas effektiver mit 98,1%. Allesamt Spitzenwerte. Ja, beim Teppichtest hatte der Wyoming V2 Pro anfangs ein paar Probleme, sich da zurechtzufinden. Ich glaube, die runterhängenden Spültücher haben den hier ein wenig verwirrt. Aber insgesamt sieht das doch souverän aus. Hat zum Beispiel mit der Teppichkante keine Probleme. 2 cm Höhenüberwindung sind ja angegeben. Das Ergebnis auf Teppich liegt hier bei 66,8%. Auch das ist stark. Generell betrachtet ist es ja äußerst schwierig für einen Saugroboter, die ja im Schnitt gerade mal ein Zehntel der Power eines Akkustaubsaugers haben, Dreck aus den Fasern eines Teppichs zu ziehen. Bei Teppichen solltet ihr also immer einen Saugroboter bevorzugen, der auch eine Rollbürste unten drunter hat, wie unser Modell. Im Vergleich mit anderen Spitzenmodellen ist dieses Ergebnis knapp 5% unter dem Osmo 950 und knapp 10% unter dem Roborock S5 Max. Dazu kommt, dass unser Wyoming V2 sowohl im Saug- als auch im Teppichtest 1-2 Minuten länger gebraucht hat. Ja, und daher komme ich zum Fazit, starten wir mit der Saugleistung. Wir konnten eine gute Reinigungsleistung feststellen, die in Reichweite aber knapp unter dem Niveau der aktuellen Spitzenmodelle Roborock S5 Max und Osmo 950 liegt. Also sollte das auch beim Kaufpreis dieses Saugroboters berücksichtigt werden. In der Navigation habe ich gar nicht zu meckern. Ich finde die Möglichkeiten dieses Roboters gut, wenn nicht sogar besser. Denn im Vergleich zum Roborock S5 Max verfügt dieses Modell über die Mehrkartenspeicherung und im Vergleich zum Osmo 950 navigiert er etwas feiner. Ja, die schlechte Interaktion mit der App ist dann natürlich ein klarer Nachteil. Das ist insbesondere bei Roborock deutlich besser gemacht. Allerdings finde ich die Map und auch das Editieren der Map ganz nett. Die Wischfunktion ist klar besser als beim Osmo und vielleicht auch minimal besser als beim S5 Max. Aber eine Wischmatte hat er ja zum Beispiel nicht. Insgesamt betrachtet ordne ich den Wyoming V2 Pro ganz knapp unter den beiden genannten Modellen ein. Der Roborock S5 Max ist aktuell mein Top-Favorit. Allerdings ist dieser Wyoming V2 Pro ein Modell, das ihr unbedingt in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen solltet. Ich sag mal 50, vielleicht sogar 100 Euro günstiger und der Wyoming V2 Pro wäre die attraktivere Wahl. Ansonsten habe ich das Ding heute natürlich auch nur mit den besten Modellen verglichen. Allgemein betrachtet ist das ein sehr starker Roboter, gegen den die meisten Roboter sehr alt aussehen. Also der ist jetzt nicht meine erste Wahl, aber im Sinne einer preisbewussten Entscheidung ist der eine möglicherweise preisgünstige Alternative, also man sollte ihr den Preis abchecken. Eure Erfahrungen zu diesem V2 Pro Modell oder dem V2 würden mich sehr freuen. Da sind sich ja auch viele Zuschauer für dankbar. Ansonsten danke ich euch, dass ihr reingeschaut habt und vielleicht lasst ihr sogar ein Abo da, denn beim nächsten Video geht es um den Tineco One S12 und das ist ein High-End-Akkustaubsauger im Bereich von 500 Euro, den viele Zuschauer sogar für den besten Akkustaubsauger überhaupt halten. Also bleibt dran, wir sehen uns, bis dahin, ciao.